Ja, was sagst du eigentlich zu der ganzen Nintendo-Geschichte? Es ist ja jetzt mittlerweile so, dass Nintendo beschlossen hat, jeder, der Nintendo-Spiele auf YouTube veröffentlicht, dessen Videos werden von Nintendo monetarisiert, wenn ihr sie nicht monetarisiert habt. Und wenn ihr sie selbst monetarisiert habt, bekommt Nintendo die Einnahmen daraus. Was sagst du dazu? Oh Gott, das ist eine schwierige Geschichte. Ich finde es nicht okay, aber was will man da machen? Ja, das. Also kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ja, ich meine, Frelle Games ist ja zum Beispiel auch ein Nintendo-Spieler. Ja. Er ist natürlich jemand, er hat auf seine Videos keine Werbung geschaltet. Und was machst denn du da? Jetzt mache ich es doch so. Mit den Silbernen? Nee, mit den Holz. Okay. Ja, er ist ja ein leidenschaftlicher Nintendo-Spieler. Und was denkst du, was wird er dazu sagen, dass dann auf einmal seine Videos monetarisiert sind? Wobei es er eigentlich von Anfang an nicht wollte. Glaube, gegen das Monetarisieren wird er was haben, natürlich, aber ich denke auch, es wird ihn nicht groß stören, wenn es dann von Nintendo von sich aus ist, weil er nicht derjenige ist, der mit seinem YouTube-Kanal jemals Geld verdienen wollte. Ja, das schon, aber wenn er bei der Einstellung bleibt. Ja, ist natürlich die Frage, wenn auf den Nintendo 64 Sachen, beziehungsweise auf den Nintendo Sachen, wenn da eh schon Werbung drauf läuft, ob man dann nicht die restlichen Videos auch monetarisiert. Weil wenn er jetzt natürlich eine Community hat, die sagt, hey, ich finde es saugeil, dass du da deine Videos nicht monetarisierst und das wirklich machst aus Spaß. Gut, wenn dann natürlich die Leute Werbung überhaupt nicht mögen, die tun ihn dann natürlich gleich deabonnieren. Aber wenn er natürlich eine sehr kulante Community hat und die dann sagen, ja, okay, wenn da die Videos monetarisiert sind, komm, du hast die Mühe mit deinen Videos und machst dir da die Arbeit und nimmst dir die Zeit, monetarisier doch die anderen Videos auch. Ist sowas in deinen Augen dann sinnvoll? Was deine anderen Videos Ja, monetarisieren? wenn die von Nintendo eh schon monetarisiert sind. Ja. Es kommt ganz drauf an, du darfst ja sowieso nicht monetarisieren, wenn du nicht eine bestimmte Anzahl an Aufrufen hast. Das ist ja das nächste Wieso dann. monetarisieren kannst du, egal wie viele Aufrufe du hast? Ja, okay, aber das würde ich nicht machen, weil das lohnt sich auch nicht. Da würde ich lieber. Ja, das würde ich dann lassen. Finde ich. Das wäre dann zu viel des Guten Wieso zu viel irgendwie. des Guten? Wenn jetzt nur die Naja, wenn du jetzt grundsätzlich gegen Monetarisierung bist, dann finde ich, sollte man die gleich ganz rauslassen aus Ja seinem gut, dann Kanal. das heißt, er dürfte keine Nintendo Let's Plays mehr machen. Wieso Nintendo Let's Plays? Die will er ja trotzdem Ja, aber machen. die werden ja dann monetarisiert von Nintendo. Ja, Ja schon. schon. Und das war ja das, was ich gerade gemeint habe. Dadurch, dass seine Nintendo Let's Plays dann monetarisiert sind, ist es dann sinnvoll zu sagen, ja, also dann monetarisiere ich die anderen Videos auch, ganz allein aus dem Grund, dass die Leute jetzt nicht sagen, hier, Nintendo monetarisierst du und die anderen nicht, obwohl es er gar nicht selber macht, oder er monetarisiert alles. Das kann man ja seinen Leuten sagen, dass man die nicht monetarisiert, sondern das wird er auch bestimmt machen, wenn da Monetarisierung kommt, dass er dann eine Ankündigung macht, hier Nintendo tut die jetzt monetarisieren und die anderen, denke ich mal, wird er hundertprozentig nicht monetarisieren, weil er sagt sich lieber, was weiß ich, 20% dann monetarisiert haben durch Nintendo, aber nicht 100%. Stimmt, weil Also so hat er ja so. auch kein Geld. Ja, eben. Ich weiß nicht recht, was ich von der ganzen Sache hier halten soll mit der Nintendo-Geschichte. Es ist wieder komisches Ding Ja. halt. Also, ich. Wollen halt alle ihr Geld Naja, damit klar, machen, aber ist wenn. Ich habe mir logisch. gestern den Artikel gelesen gehabt, dass eben gerade Ubisoft, EA und die ganzen anderen
eben die Let's Player unterstützen, teilweise mit kostenlosen Spielen oder dass sie da die Lizenzen einfach rausrücken dann für Leute, die in keinem Netzwerk sind. Ja, finde ich wirklich klasse, dass die sowas machen. Da hätte sich Nintendo eventuell an den anderen eine Scheibe abschneiden sollen, weil ich muss sagen, guck dir mal die PC-Spiele an, wie viele PC-Spiele gibt es auf dem Markt und wie viele Nintendo-Spiele gibt es auf dem Markt. Nintendo da natürlich irgendwo mal nur in die Nähe daran kommen will, ich meine, die PC-Spiele werden klar von den Let's Playern gepusht und das nicht gerade wenig. Und wenn man dann die Let's Player im Endeffekt dazu zwingt, da Videos zu monetarisieren, und da wird sich mit Sicherheit der ein oder andere überlegen, mache ich dann noch Nintendo Let's Plays? Das wird eine Frage sein. Nein, warum sollte man jemanden unterstützen, der im Endeffekt nur auf das Geld dann aus ist? Finde ich eine ganz, ganz boshafte Sache von Nintendo, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. So kann man sich natürlich auch Feinde machen, ne? Ja. Ich meine, ich habe. Ja, aber ändern wird man nichts können. Auf gar keinen Fall. Aber. Ja, das sind wieder geteilte Meinungen, weil wenn du dir zum Beispiel Looks Like Link anguckst, der macht ja nur Nintendo-Sachen. Ja. Ist natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn jetzt jemand in keinem Netzwerk drin ist, ich meine, was macht er dann, wenn er nur Nintendo-Let's Plays hat und hat sich gefreut, ja, vielleicht verdient er 5 Euro im Monat und durch seine Let's Plays dann eben, und dann kommt Nintendo und sagt, ja, also mein Freund, das Geld kriegst du nicht, das kriegen wir. Ja, so kann man halt den Leuten irgendwo den Spaß am Spiel nehmen, finde ich. Das stimmt, ja. Ja. Naja, müssen wir gucken, was da noch passiert im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall, ja. Und ihr merkt schon, der Kelturio ist bei mir gar nicht so gesprächig. Ich muss ja bald schon was trinken vor lauter Labern hier. Ja, das ist immer so. Deswegen baue ich auch nicht gern so gern, beziehungsweise habe das Showplay aus diesem Grund eingeführt. Weil wenn ich was überlege, was schön aussehen soll und baue, dann habe ich kaum noch irgendwie einen Kopf frei, um viel zu reden. Das fällt mir zum Beispiel bei Need for Speed und solchen Spielen viel, viel einfacher und viel anders, weil da spielst du einfach, ohne groß zu überlegen. Und kannst dann loslabern. Aber das finde ich bei Minecraft immer schwer, wenn du da richtig dich konzentrierst und was Schönes bauen willst. Dass dann noch. Das stimmt natürlich. Ja. Ich meine, ich kann dir hier ja natürlich auch nicht besonders großartig helfen, weil der Gute hier seinen eigenen Stil hat. Ja. Jetzt klebt mir meine Kusche ein bisschen. Wir haben uns gestern Coca-Cola Cherry gekauft, also eine Cola Cherry halt. Die ist gut. Ja, und der pappt mir immer das Maul zusammen, aber die schmeckt gut. Das ist die einzigste Cola, die ich vertrag. Ja, von Cola kriege ich sonst immer Sodbrennen. Und die, das ist jetzt die aus dem Lidl, ne? Das ist nicht die Original Coca-Cola. Die Freeway genau, halt. Die vertrage ich ziemlich gut. Ja. Lidl an die Macht. Ich habe mal ein paar Schluck genommen, schon bin ich wieder übersättigt mit dem Zeug irgendwie. Ja, das ist halt, weil das so pappe süß ist, deshalb, ich trinke ja am liebsten das Wasser mit der Kohlensäure. Ja, weil alles andere, viele kannst du da wirklich nicht trinken. Ich habe jetzt die Flasche hier schon seit gestern und hab die jetzt gerade mal zur Hälfte leer. Nee. Ja. Und hier ist ein Skelly drin. Hau ab. Der ist hier beim Spielpiraten unterwegs. Die Skellies. Unverschämte Leute. Auf jeden Fall. Die Zombies hämmern hier ewig rum. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Jetzt weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich das noch einrichten soll. Soll ich dir helfen? Ideen kannst du schon bringen. Wo machen wir überhaupt dein Bett rein? Keine Ahnung, ich würde sagen, hier in dem kleinen Raum ist das Bett und so. Okay. Genau an der Wand hier, so hätte ich auch gesagt. Dann machen wir das mal einmal so. Ui.
Kümmere ich mich mal hier um diesen großen Raum. Genau, kümmere du dich mal um den großen und du ich um darfst den mal kleinen. für den kleinen ein paar Vorschläge Ja, auf bringen. jeden Fall. Also ein paar Vorschläge ist gut gesagt, ne? Das heißt, Ah mehrere. ja, was denkst denn du?